und ein herzliches Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Und heute seht ihr wieder den Adventskalender von den drei Fragezeichen-Kids. Heute ist der 9. Tag und wie immer löse ich das Rätsel zuerst und dann sehen wir weiter. Bah. Leute, hier könnt ihr nochmal das Rätsel eingeblendet sehen. Also hier ist es dann. Jo. Hi, und ich habe die Lösung. Und zwar, es ist Bild 2. Und ich habe 5 Leitern überwunden, weil hier steht, findest du den kürzesten Weg durchs Schiff? Wie viele Treppen und Leitern müssen dabei überwunden werden? So. Auf jeden Fall, hier seht ihr das Bild eingeblendet. Halt das Lösungsbild. Ja, suchen wir jetzt das Türchen halt. Es ist, genau. Ich hab's. Es ist dieses große hier. Einen Moment. Es ist das große hier. Ich hab's auch ein bisschen aufgemacht. Da ist auf jeden Fall etwas drin, was sehr nach einem Anker aussieht. Besser gesagt, es ist ein Anker. Ich reiße jetzt noch ganz kurz das 9. ab. Nee, nicht die Lösung. Ja. Es ist ein Lesezeichen. Hier kann man es auch noch im Bild sehen mit einem Buch. Ich will mal ausprobieren, ob es wirklich klappt. Hier ein Notizblock von meiner Schwester. Habe ich jetzt gerade zufällig gefunden. Wo sind 2 leere Seiten? Hier. Hier sind ja 2 leere Seiten. Ah, nee, das geht bei so einem Ding nicht. Mann. Leute, ich habe hier jetzt das Tetra-Fragezeichen-Kids-Buch. Das gefälligste Buch der Welt. Habe ich jetzt einfach so genommen. Ich habe hier auch schon Lesezeichen drinnen. Ja, man kann es sehen. Da werde ich es jetzt ausprobieren, ob es klappt. Ich weiß, man kann es jetzt nicht sehen, aber wartet einen Moment. Egal, ich habe es jetzt einfach irgendwie reingemacht. Wenn ich jetzt das Buch öffne, dann habe ich es jetzt so. Ja. Also ich habe es jetzt so reingemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bin raus. Ciao.